Momente hast du die Möglichkeit, Steuern zu sparen. Und das ist eine super Sache, um mit relativ wenig Geld deine Altersvorsorge aufzubauen. Auf der anderen Seite musst du allerdings auch die späteren Renten dann versteuern. Und dieses Video soll dir helfen, das zu verstehen. Mein Name ist Ansgar und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hat schon gesagt, hat die Rürup-Rente den großen Vorteil, dass du die Beiträge als Sonderausgaben teilweise oder sogar ganz geltend machen kannst. Die Besonderheit im Rentenbezug ist allerdings die, dass es sich um eine nachgelagerte Besteuerung handelt. Das heißt, die Renten, die du eben dann bekommst, unterliegen wiederum der Steuer. Und wie sich dann die Steuer zusammensetzt, das werden wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Und starten wir mit dem ersten Punkt. In einem ersten Schritt ermittelt man, wie hoch der sogenannte Besteuerungsanteil ist. Der Besteuerungsanteil ist der Teil der Rente, auf den du dann auch Steuern bezahlen musst. Die Höhe des Besteuerungsanteils ist wiederum Abhängigkeit von dem Jahr, in dem du in Rente gehen wirst oder vielmehr, wann du dir die Rürup-Rente auszahlen lassen möchtest. Anhand der Grafik kannst du erkennen, dass der Besteuerungsanteil zwischen dem Jahr 2005 und 2040 immer weiter ansteigt. Wenn du beispielsweise in 2040 in Rente gehst, dann läge der Besteuerungsanteil bei 100%. Bei einem Rentenbeginn im Jahre 2021 würde er wiederum bei 81% liegen. Am besten erklärt man das Ganze immer an einem Beispiel. Und angenommen, jemand würde am 01.09.2021 in Rente gehen und aus der Rürup-Rente monatlich 1.500 Euro erhalten. Im Jahr 2021 gilt ein Besteuerungsanteil, den wir zum Beispiel eben auch in der Tabelle gesehen haben, von 81%. Was bedeutet das? Derjenige würde jetzt 4 mal 1.500 Euro erhalten, also insgesamt 6.000 Euro, mal 81%. Also wäre der gesamte Besteuerungsanteil 4.860 Euro, die er dann wirklich versteuern muss. Im zweiten Jahr erhält er weiterhin monatlich 1.500 Euro. Allerdings, und das ist auch die Realität, bis zum 01.07.2022. Dann gibt es vielleicht zum Beispiel eine reguläre Rentenanpassung von 1.500 hier in dem Beispiel auf 1.550 Euro. Die gesamte Rentenleistung in 2022 beträgt damit 18.300. Jetzt kommt Schritt 2. Und wir ermitteln jetzt auch in den Folgejahren dauerhaft steuerfrei bleibenden Eurobetrag. Was heißt das? Wir haben eben gesagt, 81% ist der Besteuerungsanteil. Anders ausgedrückt, 19% ist der steuerliche Freibetrag. Den rechnen wir jetzt in absoluten Euro für das erste volle Rentenjahr, und das ist das Jahr 2022, aus. Und das ist in dem Fall 19% mal eben die 18.300 Euro, also 3.477 Euro. Im Jahr 2022 muss man also 18.300 minus 3.477 gleich 14.823 Euro besteuern. In dem dritten Schritt kommen wir jetzt noch ein Jahr weiter. Und das Besondere an diesem ganzen System, und das ist natürlich wirklich irgendwie auch schwer nachzuvollziehen, aber so ist es nun mal, ist, dass der steuerfrei bleibende Eurobetrag, den wir eben berechnet haben, nämlich 3.477 Euro, auch in der Zukunft immer exakt gleich bleibt, egal wie hoch die Rente ist. Heißt, im Jahr 2023 könnte es ja nochmal wieder einen Sprung zum 01.07.2023 geben, dann von 1.550 auf eben 1.600 Euro monatliche Rente, würde dazu folgen, dass man eben in Summe in dem Jahr 18.900 Euro ausgezahlt bekommt. Jetzt könnte man ja denken, das muss man mit den 81% irgendwie multiplizieren, um den steuerfreien Betrag oder den zu versteuernden Betrag ausrechnen zu können. Nein, ist es nicht so, sondern wir nehmen die 18.900 Euro, ziehen davon den absoluten Steuerfreibetrag, nämlich 3.477 Euro aus dem vorherigen Jahr ab. Und für das Jahr 2023 ergibt sich dann ein zu versteuernder Betrag von 15.423 Euro. Ich hoffe mal, dass wir mit diesem kurzen Beispiel dir einen Einblick geben konnten, wie genau die Besteuerung im Rentenbezug funktioniert. Und mir ist auch vollkommen bewusst, dass Steuer für viele ein kompliziertes und unliebsames Thema ist. Deswegen haben wir noch weitere Videos für euch vorbereitet, alles rund um das Thema Steuern, Rentenlücke, aber auch der Rürup-Rente, die ihr euch gerne anschauen könnt.
Wenn ihr aber genau wissen wollt, wie hoch eben euer zu versteuernder Anteil im Rentenbezug ist, ob sich eine Rürup-Rente für euch lohnt oder vielleicht doch eine Riester-Rente, eine betriebliche Altersvorsorge oder sonst eine Versicherung, dann lasst euch eben beraten. Unten seht ihr auch nochmal unter dem Video eingeblendet, was es für Möglichkeiten gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr zum Thema Altersvorsorge erfahren wollt, abonniert einfach unseren Kanal und wir werden immer wieder Neuigkeiten zum Thema Altersvorsorge euch aufbereiten. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg bei eurer Altersvorsorge.